Moin moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bonky News. Falls ihr es noch nicht wusstet, hier geht es allgemein um alles rund um Adhoc Gaming. Der Name ist natürlich immer ein bisschen verwirrend, aber nur für eure Aufklärung geht hier nicht immer nur um mich. Dahergehend gleich mal in die Themen rein, denn wir haben wieder bei Allgemein was, wir haben bei unserem Team was und wir haben was für die Community. Allgemein gleich hier zu unserem Partner Activated. Da gibt es jetzt gerade eine kleine Sonderaktion hier hinter mir, ein kleines Bundle, ist limitiert auf 100 Stück, also schlagt noch schnell zu, ihr könnt dazu einfach unseren Link nutzen, adhoc-gaming.de/activated und wenn ihr dabei auch nochmal extra was sparen wollt, könnt ihr einfach den Code AHG5 verwenden, da kriegt ihr nochmal zusätzlich 5% Rabatt. Wenn ihr es jetzt mal testen wollt, habt ihr jetzt die Chance dazu, denn die wunderbare Dose gibt es da nämlich auch kostenlos dazu. Ansonsten allgemein für euch, falls ihr letzte Woche es nicht live gesehen habt, es gibt wieder den nächsten Morning Talk XXL am 11.12. ab 9.30 Uhr wieder in einer Live-Aufnahme. Dann natürlich ja, Dezember, Weihnachtsedition. Also schon mal den Termin bei euch in den Kalender eintragen, denn es wird wieder auch Live-Bonky-News geben und wir werden uns ein paar schöne Sachen ausdenken. Wir fangen auch nächste Woche mit der Planung an. Falls ihr irgendwie Bock habt, Feedback zu geben oder Wünsche habt, einfach unten in die Kommentarzeile reinschreiben oder schreibt uns halt auf Social Media, da wo ihr gerade eine Möglichkeit seht, uns zu kontaktieren. Ansonsten Richtung Teambereich gab es diese Woche eine kleine, vielleicht für euch größere enttäuschende Nachricht, aber es hat immer so ein Für und Wider. Ich nehme es mal als Win-Win, denn unsere Simracer fahren nächstes Jahr nicht mehr unter der Flagge von Adhoc Gaming, sondern haben ein neues Team gefunden. Und was ziemlich nice ist, denn das Team kommt aus dem Motorsport. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, verpacken wir euch gerne den Link mit den ganzen Infos dazu in die Videobeschreibung von dem Video hier. Ist für uns natürlich auch so ein Schritt, wir hätten die Verträge natürlich verlängern können. Aber wir wollen nächstes Jahr auch von unserer Seite aus uns ein bisschen mehr auf unsere Wurzeln wieder zurück konzentrieren. Falls ihr es ja bemerkt habt, wir waren so in letzter Zeit nicht so erfolgreich in League of Legends. Und wer gute alten MM-Zeiten kennt, da gibt es so ein paar Pokale. Und Leute, ne, Prime League nächstes Jahr, wir greifen an. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch mit frischem Blut. Deswegen ist das gar nicht so schlimm. Ich wünsche den Jungs auf jeden Fall viel Erfolg. Und Ende des Jahres enden die Verträge sozusagen einfach im gegenseitigen wie sagt man das so schön? Interesse. Danke, Regie, vielen Dank. Nicht so schlimm. Aber wie gesagt, viel Erfolg an die Jungs und für sie wird es gleichzeitig auch ein Traum wahr, weil sie in einen realen Motorsport-Rennstall reinkommen. Nichts Digitales von irgendwelchen E-Sport-Orgas. Ansonsten Richtung League of Legends können wir da nochmal gegen die A1 gucken, denn wir haben diese Woche gegen D-Camp 2-0 gewonnen, sind damit in der Gruppe auf Platz 1 gelandet. Und heißt für euch, heute Abend ab 21 Uhr geht es dann gleich weiter in den Playoffs. Muss man natürlich gucken, kann gut sein, dass sogar schon 20 Uhr losgeht. Das ist nämlich ein Best of Three. Ne? Nach zwei Runden kann man da natürlich auch schon durch sein. Bei der Partie vorher, das können wir immer nicht wissen. Also guckt eher entweder genau jetzt auf Twitch vorbei oder ab 21 Uhr müssen wir dann mal schauen, wie es genau läuft. Wünsche den Jungs auf jeden Fall Erfolg. Aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir den Pokal nochmal holen und damit zumindest dieses Jahr in der 1 sehr erfolgreich waren. Gut, Leute, dann kommen wir zum allerletzten Thema in der Community. Wir haben wieder nächste Woche am Donnerstag ab 19 Uhr den Come-to-Play-Abend. Das heißt, wir spielen mit euch ohne Stream, ohne irgendwelche komischen Aufnahmen, einfach nur zocken. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mit dazukommen. Dafür müsst ihr bei uns einfach aufs Discord kommen oder einfach Social Media anschreiben. Wir haben jetzt in den letzten Wochen Among Us gespielt. Wir haben gestern Minecraft gespielt. Wir sind ja immer relativ offen für irgendwelche Themen. Es geistert auch noch gerade Star Wars Squadron durch die Gegend. Sicherlich können wir auch irgendwann mal Counter-Strike spielen. Ihr wisst schon, alles worauf ihr Bock habt, wir brauchen eure Stimme dafür. Gut, und damit sind wir auch am Ende der Bonky News angekommen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und ihr wisst wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn nicht, ein Dislike. Beim Dislike gerne mit Feedback unten in die Kommentarspalte unter dem Video rein. Gerne auch bei was Positivem, hört man ja auch mal wieder gerne. Und dann bleibt mir nur noch übrig, euch einen wunderschönen Restfreitag zu wünschen, einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns dann nächste Woche Freitag um 20 Uhr hier live auf YouTube wieder. Bis dahin, ciao.